Herzlich willkommen zu unserem Südklang-Talk mit Anja Viktoria Autenried. Jeden Sonntag um 20 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Südklang-Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, und mein Gast heute ist Thomas Hammerl von der Formation Oberkrainer Power. Aus Liebe zur Oberkrainer Musik gründete Thomas 2002 die Formation. Ja, und seitdem sind die fünf Jungs, kann man sagen, auf Erfolgskurs. Ob TV-Studio oder Eventbühne, die fünf Burm überzeugen mit Können, Humor und guter Laune. Und Thomas ist seit vielen Jahren überzeugter Südklang-Harmonikaspieler, was uns natürlich ganz besonders freut. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er heute da ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Thomas. Ein herzliches Grüß Gott und liebe Grüße aus der wunderschönen Südsteiermark. Servus. In der Südsteiermark. Ich wollte gerade fragen, wo finden wir dich gerade an? Jetzt bin ich noch in der Schule, wo ich als Lehrer tätig bin. Das ist mein Brotberuf. Ich bin Musiklehrer, Klarinettenlehrer, Saxophon, steirische Harmonika. Und ich habe noch Dienst eigentlich, ja. Du hast noch Dienst. Also bei dir stehen die Schüler Schlange oder wie läuft es momentan in Corona-Zeiten bei dir? Es läuft so ab, es ist ja natürlich einmal ein Mund-Nasenschutz, ist einmal angebracht. Ich habe sogar einen da zum Herzeigen. Ja, sehr gut. Ja, genau. Die meisten Schüler und wichtig über Computer, also gleich wie wir heute hier miteinander kommunizieren. Ja. Und aber es darf auch Präsenzunterricht gemacht werden mit dem richtigen Abstand, also 1,5 Meter Abstand und nur 2 Menschen in einem Raum. Okay, ja. Also ich glaube, es sind für alle Musiker dieser Welt herausfordernde Zeiten, wie du gerade selber gesagt hast, ja auch für dich, wobei es ja noch schön ist, oder wenn du deine Schüler noch persönlich sehen kannst. Ich glaube, da gibt es manche, die müssen komplett umsteigen auf online. Wie geht es euch denn in dieser Krise? Ich meine, ihr seid eine Band, ihr seid auch nur unterwegs, ja, eigentlich, ich habe gerade gesagt, in der Anmoderation von TV-Studio zur Eventbühne. Ja, wie geht es euch in Zeiten wie diesen? Ja, natürlich geht uns die Bühne schon sehr, sehr ab. Also wir hatten das Glück, dass wir vorige Woche bei der Wendy Musi spielt Aufzeichnung dabei waren, bei Wendy Musi spielt in Bad Kleinkirchheim. Dann haben wir auch im Dezember eine super Produktion gehabt mit Andreas Gabalier. Aber ansonsten, die Live-Auftritte, die fehlen uns natürlich schon sehr. Also das muss man schon ehrlich zugeben, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was fehlt euch am meisten? Wahrscheinlich die Zuschauer, oder? Die einfach ja, mitfiebern, mit dabei sind, logischerweise. Die schönen Frauen am meisten. Sehr gut. Das kann ich mir vorstellen, da gibt es viele davon wahrscheinlich, oder? Überall. Sehr gut. Aber gut, es ist so, es sind nochmal diese Zeiten, wir können es momentan nicht ändern. Habt ihr denn noch die Möglichkeit, dann überhaupt zusammenzukommen und auch zu üben? Also, sage ich mal, neue Songs auszuprobieren? Oder ist das natürlich jetzt alles, ja, sage ich mal, ein bisschen weniger geworden? Doch, wir proben schon. Wir dürfen ja auch proben, wir sind ja eine Firma, also wir dürfen uns zu beruflichen Zwecken treffen. Also, das nehmen wir, aber natürlich ist die Motivation ein bisschen im Keller, weil man weiß, man kommt ja sowieso nicht zum Spielen. Aber wir freuen uns ja schon, wenn wir uns treffen können und wenn wir miteinander ein bisschen musizieren können, ist ja das schon schön. Eben. Ja, hoffen wir mal das Beste, oder? Dass sich dieses Jahr vielleicht noch einiges ändert und wir euch alle wieder auf der Bühne dann live sehen können. Wir vermissen es ja eigentlich alle. Also es, glaube ich, es geht jedem ab. Also ich kann das auch von mir sprechen. Es ist, man vermisst es einfach, so Leute zu treffen zur Musik oder musizieren, gemeinsam singen. Es ist, ja. Aber gut, es hilft nichts. Jammern hilft auch nichts. Das heißt, wir müssen da alle durch. Lieber Thomas, euch gibt es seit 15 Jahren, ist das richtig? Seit 2002, jetzt muss ich rechnen. Ja, es gibt schon seit 8, also jetzt im 20. Jahr. Genau, seit über 15 Jahren, also seit 20. Jahr. Du bist derjenige, der damals die Idee hatte für diese Gruppe. Ist das richtig? Es ist richtig, ja. Ich habe vorher schon im Trio musiziert, also ich habe mit 13 Jahren angefangen zum Spielen. Und wir haben dann aufgestockt auf eine 5-Mann-Kapelle. Okay, ihr wart Freunde früher schon oder wie muss ich das vorstellen? Das hat sich ein bisschen so ergeben. Aufgrund Bekanntschaften, wir haben ja in der Steiermark, gibt es ja dieses Jungmusikerleistungsabzeichen, da habe ich den Patrick, unseren Trompeter, kennengelernt. Dann vom Netz, von unserem Baritonisten, habe ich den Vater gut gekannt, oder kenne ich den Vater ganz gut, und Sandy Juck ist ja auch kein Unbekannter in der Szene. Dann mit Marco, unserem Gitarristen, der war vorher schon bei der Gruppe dabei, wo ich gespielt habe. Und der Martin Gock, der ist dann 2003 zu uns gestoßen. Okay, aber mittlerweile, glaube ich, Freunde fürs Leben geworden, oder? Geht gar nicht anders, wenn wir so viel zusammenspielen. Es gibt ja auch, glaube ich, ein Lied extra auch für euer langes Zusammensein. Gute Freunde heißt es. Genau, 2 gute Freunde heißt das Album, heißt Gute Freunde. Und das ist eigentlich für jeden geschrieben, der
wirklich was auf Freundschaft uns erhaltet. Mhm. Das Album stammt aus dem Jahre 2017, so unserem 15-jährigen Jubiläum haben wir das aufgenommen gehabt. Mhm. Okay. Bist du derjenige, der die Texte schreibt? Ich glaube ja, oder? Du bist schon mit der Antreiber, also der die Ideen hat. Ja, genau. Komponist, Texter und Arrangeur. Okay. Wie kommen dir die Ideen, die Texte? Einfach Alltag, oder? Also wie zum Beispiel Freunde, liegt dann auf der Hand, dass man sagt, okay, man widmet den Song dann einfach Leuten, mit denen man lang zusammen ist, musiziert, die einfach immer für einen da sind. Ich denke da gar nicht so groß meistens drüber nach. Mhm. Entweder mir fällt ein Thema ein und wenn ich dann was beieinander habe, dann mache ich so ein bisschen Brainstorming und dann versuche ich das Ganze irgendwie in Reim und Vers unterzubringen. Also es sprudelt einfach. Kommt auf die Zeit drauf an. Natürlich ist man nicht immer gleich kreativ, aber es gibt schon Phasen, wo mehr geht und ab und zu wo weniger geht. Aber ja, schon. Bin schon sehr stolz drauf, ja. Okay. Ja, ich glaube, das hat man irgendwie im Blut, oder? Das ist das Talent, was man entweder hat oder nicht so. Und bei dir scheint es wohl das große Talent zu sein. Und natürlich Musik machen. Auch ganz, ganz wichtig, beziehungsweise Instrument spielen. Ihr habt ja wirklich jetzt über die letzten 20 Jahre schon sehr viel auch erlebt, wenn man so ein bisschen die eure Fotoalben durchforstet. Du hast gerade selber gesagt, jetzt war es gerade bei wenn die Musik spielt beim ORF oder ihr habt es, glaube ich, was ihr auch gesehen habt, mit Gregor Meil, Andreas Gabalier wart ihr auch beteiligt. Erzähl mal ganz kurz, was habt ihr gemacht? Wir haben den Weihnachts-Superhit von Wham, Last Christmas, aufgenommen. Die liebe ich. Okay. Das Stück ist auch auf dem neuen Weihnachtsalbum von Andreas Gabalier oben. Vielleicht ein absolutes Highlight für uns, dass wir da mitwirken haben können. Wie hat sich das ergeben? Einfach unter Musikern quatscht man, oder? Und trifft sich und denkt sich, Mensch, vielleicht, ja, machen wir gemeinsam was. Es war so, ich habe gute Freundin Wilton, der Tonstudio Macher. Also die haben, für die nehme ich hin und wieder was auf, als Studiomusiker. Mhm. Und die haben ein Arrangement gehabt, eine Idee gehabt für Last Christmas und ich habe das einmal eingespielt zu Hause. Und das hat dann den Andreas so gefallen, er hat gesagt, okay, er will die Band haben. Cool. Aufkommen, es hat nur ein Musiker gemacht und dann hat er gesagt, ja, dann sind wir so zum Reden gekommen und ob wir Interesse hätten, ob wir das live einspielen würden mit Gregor Meile und mit Andreas, hat sich das so ergeben, ja. Okay, super. Und wie war's? Ich nehme an, sehr spannend, oder? Super Musiker, also der Andreas sowie der Gregor. Ja. Und sehr freundliche Menschen, muss ich sagen. Also für mich war das eine tolle Atmosphäre. Kann ich mir vorstellen. Ihr habt es damals, wo ihr angefangen, weil es gibt ja so viele Musiker und auch so viele Bands, die ja wirklich sagen, okay, Mensch, wir möchten vielleicht auch mal auf die große Bühne oder so. Wenn ich richtig gelesen habe, war der Musikantenstadl damals so ein bisschen euer Durchbruch, oder? Logisch, das sehen ein Haufen Leute. Da kriegt man wahrscheinlich relativ schnell Bekanntheit. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das war noch mit Karl Moik in Bremen 2003 oder 2004. Aber es war natürlich ein absolutes Highlight. Also das war früher ja ein Auflauf. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. So viele Stars, da André Rieu mit Orchester, dann war das NDR-Staatsballett war dabei. Es war ein Wahnsinn. Es waren Eindrücke für mich, unvergesslich. Und immer ein Durchbruch. Wir wollten ja eigentlich nie, dass wir den großen Durchbruch machen, beziehungsweise den haben wir ja eh nicht geschafft. Aber für uns war immer wichtig, Musik ist immer an erster Stelle und das seit 20 Jahren. Und das, ja, wenn, ich sage immer, alles, was jetzt kommt, ist eine Draufgabe. Ja, das glaube ich dir. Und warum diese Obergreiner? Also das ist ja was dir wirklich besonders am Herzen liegt, glaube ich, die Obergreiner Musik. Absolut, ja. Hat die für dich oder was ist das Besondere? Ich kann es nicht sagen. Meine Vorfahren, also väterlicherseits die Urgroßeltern sind aus Slowenien und mütterlicherseits die Großeltern. Die sind alle aus Slowenien und ich glaube, das hat mir irgendwie... Prägt ein. Ja, es ist sehr, sehr, sehr affin mit Jazz. Ich habe ja dann in Graz klassische Klarinette mit Schwerpunkt Jazz-Fach studiert. Und dann bin ich immer drauf, also dann war mal eine Zeit natürlich Oberkleiner nicht so interessant, aber ich bin dann wieder zurück nach dem Studium und gesagt, es ist eigentlich so verwandt miteinander, Swing und so Akkorde und die Musik von Außenig, Slauka Außenig und Wilko Außenig ist schon was ganz was Besonderes und es ist mein Bedürfnis, dass ich das auch irgendwie in Ehren halten darf und mit so super Musikkollegen das Ganze auch pflegen darf. Schöne Sache. Wunderbar, wenn man das so weiter pflegen kann, dann ist es natürlich was ganz was Tolles. Wir sehen dich gerade mit der Südklang-Harmonika im Arm.
Ja. Schaut schwer aus, aber ist gar nicht, oder schon? Oder wie fühlt sich die Harmonika an? Ich bin jetzt kein Harmonikaspieler, deswegen weiß ich es nicht. Ja, ich liebe die Harmonika von Südklang. Ich habe voriges Jahr dieses Modell bekommen. Stimmung ADGC. Das ist ein ganz ein tolles Design. Mhm. René und ich sind ja auch sehr, sehr gute Freunde. Und der hat vorne auch das Untersteiermark-Emblem drinnen. Auch die Heimat meiner Großeltern quasi. Mhm. Das gefällt mir ganz gut. Mhm. Und ich habe auch ganz speziell für Südklang eine Polka komponiert. Die ist auf meiner Solo-CD oben. Ich habe voriges Jahr eine Solo-Produktion rausgebracht. Das heißt, da habe ich jedes Instrument selber eingespielt. Mhm. Und da gibt es auch eine Südklang-Polka. Okay, die hören wir am Schluss, oder? Die hören wir am Ende. Sehr gut. Wie lange spielst du denn schon Südklang, Thomas? Rund jetzt ein Jahr. Okay. Und kann man sagen, was ist vielleicht anders an der Südklang-Harmonika? Ich bin mir sicher, du hast wahrscheinlich schon andere Modelle in deinem Leben auch gespielt, aber was macht es für dich, sag ich mal, aus, wo du sagst, okay, cool, na, das taugt mir einfach, das ist für mich das, wo ich sage, das passt. Das vergleiche ich gern mit, das muss einfach stimmig sein. Ich vergleiche das gern wie mit einer Frau. Es passt nicht zu jedem Mann, jede Frau. Okay. Und zu jedem Harmonikaspieler passt nicht jede Harmonika. Ich habe die Harmonika. Was für ein Vergleich. Okay. Ja, man könnte sie auch. Ja, passt eh. Und mit diesen die Handnummern und ich habe gemerkt, mir liegt das Instrument, mir taugt das Instrument. Es taugt mir, wie sie es verarbeitet haben. Also der René legt sehr, sehr großen Wert auf die Verarbeitung. Mhm. Da siehst du überhaupt keinen Fabriksfüller oder irgendwas. Es ist sehr, sehr sauber gestimmt. Es sind super Stimmen drinnen. Mhm. Und der Service ist halt auch top, gell? Muss man wirklich sagen. Also ich bin sehr stolz, dass ich da in dem Team mitarbeiten darf. Mhm. Bist du auch so ein bisschen, ich meine, es ist ja immer so, wenn man ein bisschen eine Präsenz hat, ist man auch ein bisschen ein Mitbotschafter, ja? Also bringt sozusagen den Namen auch ein bisschen, ja, mit in die Welt, sozusagen. Wenn ich das darf und also wenn ich wieder spielen darf, sobald wir wieder Auftritte haben, kann ich das ein bisschen natürlich mitvermarkten. Zurzeit ist es halt schwierig. Man macht halt meiste halt online oder so mit dir. Heute. Ja, eben, genau. Ja, es sind eben andere Zeiten, stimmt. Es gibt ja viele, die sagen, okay, Mensch, ich möchte unbedingt anfangen, Harmonika zu spielen. Jetzt hat ja der René hat ja auch die Online-Harmonika-Schule ins Leben gerufen. Kannst du vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen einen Tipp geben, vielleicht auch die Angst nehmen vom Harmonika-Spielen? Ich meine, du hast auch irgendwann einmal angefangen, ja? Also jeder fängt ja irgendwann einmal an. Also was meinst du? Was kannst du vielleicht dem Laien mitgeben, der anfangen möchte? Ja, jetzt kommt der Lehrer ein bisschen raus bei mir. Ja, eben, deswegen ja. Da gibt es ein Wort mit vier Buchstaben, das heißt Üben. Also üben. Okay. Einfach zu, wie sie jetzt spielen, wenn man Spaß dran hat. Und das Wichtigste ist, sich nicht demotivieren lassen, wenn man da ein bisschen Zeit braucht, bis die linke Hand und die rechte Hand getrennt voneinander wirken können. Das dauert seine Zeit. Das braucht seine Zeit, aber wenn man dann, es ist ja wie Stufensteigen. Man geht da die erste Stiegenstufe, die steckt man vielleicht ein bisschen schwieriger, dann merkt man, aha, okay, es dauert eine Zeit, bis ich da reinkomme, aber man entwickelt sich ja permanent weiter. Jede Minute an der Harmonika ist eigentlich ein Prozess, der was die weiterbringt. Also ich kann nur sagen, wenn jemand Freude hat am Spielen, das ist aber das Wichtigste. Mhm. Und dann natürlich der nötige Fleiß, der sollte auch vorhanden sein. Wie es immer ist im Leben, oder? Fleiß und Übung. Nur dann kommt man weiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was jetzt auch, das kannst du ja vielleicht als Lehrer dann auch sagen, was man, glaube ich, auch mitgeben möchte, ist, weil, oder was vor allem in der Online-Schule da wichtig ist, dass man einfach lernt, rund zu spielen. Ich glaube, das ist, wirst du bei deinen Schülern auch merken, ist ein bisschen ein Problem, oder? Weil viele immer so, der René sagt, sie spielen also abgehackt. Und das, glaube ich, ist ein Thema, was man den Leuten auch gerne mitgeben möchte in der Online-Schule. Ich weiß nicht, wie das online genau geht, aber ich denke, du als Lehrer wirst es gut auch weitergeben können. Ja, es ist wie ein, also wie du sagst, es soll fließen. Die Musik muss ins Blut gehen, die muss man spüren im Körper und wenn man dann so zackig oder zickig spielt, dann kann man das, die Musik nicht spüren. Die geht dann sofort auf die Nerven. Es muss rund, es darf fließen, Musik hat eine Richtung. Mhm. Man muss auch dynamisch spielen, das ist auch wichtig. Nicht immer alles gleich laut, das ist langweilig für den Zuhörer und auch für einen selber. Man kann es ja auch interessant gestalten, wenn man selber diese musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten einbaut beim Musizieren. Mhm. Okay, also wenn du hast auch, wie lange hast du gebraucht, bis du rund hast spielen können? Was kannst du dich noch erinnern? Boah, was denn? Eine Weile her bei dir, oder, denke ich mal. Ich habe es selber gelernt, ich habe nie einen Lehrer gehabt. Mein Vater hat Harmonika gespielt, okay. Aber ich hab mir das selber beigebracht. Mhm. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe natürlich auch viele Stunden im Keller verbracht und habe
ja, ich bin einfach erfreut dazu gehabt. Ich kann das gar nicht mehr so sagen. Ja, ich glaube, das ist einfach, wie du sagst, Freude, Wille, ja, da gehört dann alles zusammen. Wenn man das will, dann schafft man das schon im Leben. Wie bei allen Dingen anderen auch im Leben, oder? So ist es einfach. Freude ist wichtig, ja. Lieber Thomas, wir hören gleich noch zum Ende ein wunderbares Musikstück von dir. Vielleicht noch ganz kurz. Ja, wir sind eigentlich erst am Anfang des Jahres. Wenn ich dich jetzt frage, was dir gern wünschen würdest für die Musik, ich meine, ich kann mir die Antwort denken, aber ich frage dich jetzt trotzdem, was sind eure Pläne noch, vielleicht von der Oberkreiner Power, und was würdest du wünschen für 2021? Ja, wir haben was Großes geplant für 2021. Wir werden wieder ins Studio gehen. Mhm. Wir haben auch schon einige Sachen aufgenommen. Es wird ein neues Album kommen. Das kann ich mal mit Verlaub groß verkünden, weil das ist erlaubt. Was ich mir wünsche für 2021, ich wünsche mir, dass wir all meine Freunde und Bekannten und natürlich alle, die was mich so kennen, dass wir gesund bleiben, alle miteinander. Das ist das Wichtigste, weil das größte Gut ist die Gesundheit. Krankheiten gibt es viele, nicht nur Corona. Und Gesundheit gibt es aber nur eine. Das wäre mir das Wichtigste. Und alles andere kommt dann nicht von selber, glaube ich. Mhm. Dann werden wir das schon schaffen. Schöne Schlussworte. Ich danke dir. Was dürfen wir am Ende noch von dir hören? Ich werde dann einen Auszug spielen von der Südklang-Polka, das passt nämlich gut. Mhm. Und dann wünsche ich noch dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank. Danke für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns wieder hier auf dem Südklang-Kanal. Aber lieben Dank schon mal für die Zeit, und ja, ich, liebe Zuschauer, verabschiede mich auch von Ihnen und ja, gebe ab an Thomas und an seine Südklang-Polka. Servus. Bis bald. Ciao. Danke. Dankeschön, gell?